Hallo, schön, dass Sie wieder da sind. In diesem Video möchte ich Ihnen einen Kompressor der Firma Scheppach vorstellen. Viel Spaß dabei! Es geht um den Kompressor HC25U von der deutschen Firma Scheppach aus Ichenhausen, der für viele Arbeiten in der eigenen Werkstatt und rund ums Haus eingesetzt werden kann. Ich zeige Ihnen in diesem Video ein kurzes Unboxing und stelle danach das Zubehör vor, das sich im Lieferumfang befindet. Dann erfahren Sie, wie lange der Kompressor braucht, um einen Druck von 8 Bar im Tank herzustellen und wie laut es dabei zugeht. Abschließend folgt dann noch eine praktische Demonstration. Wenn Ihnen das Video gefällt, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Die etwas seltsam anmutende Vorgehensweise, wie ich den Kompressor aus dem Karton schüttle, ist zum einen seinem 19 Kilogramm Gewicht geschuldet und liegt zum anderen an den verwendeten Styroporformteilen, die einfach nicht zu greifen sind. Außerdem kann man so als erstes die Räder montieren. Der Druckbehälter hat ein Volumen von 24 Litern, was zwar für einen Kompressor nicht viel ist, aber mit den Abmessungen von 58 x 55 x 32 cm kann das Gerät so gut verstaut werden, wenn es mal nicht gebraucht wird. Die Bedienelemente Druckregler und Druckschalter samt dem Ein- und Ausschalter sind gut zugänglich angeordnet. Das Sicherheitsventil befindet sich direkt darunter. Er besitzt eine Leistung von 165 Litern pro Minute, was für viele einsetzbare Werkzeuge ausreicht, aber für Schwingschleifer, Stabschleifer und Schlagschrauber nicht empfohlen wird. Der Schallleistungspegel ist mit 96 dB angegeben, was ich gleich noch prüfen werde. An dem Manometer ist der Druck gut abzulesen, der über den Druckschalter zwischen 6 und 8 Bar gehalten wird. Im Lieferumfang befindet sich ein 13-teiliges Druckluftset, das einen 5 Meter langen Druckluftschlauch mit einer Schnellkupplung enthält, ein Reifenfüllmessgerät mit gummiertem Manometer, eine Blaspistole zum Trocknen und Reinigen von Oberflächen und dazu gibt es 11 verschiedene Zubehörteile und Düsen. Eine bebilderte Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch ist ebenfalls mit dabei. Die 230 Volt Anschlussleitung kann für den Betrieb mit einer handelsüblichen Verlängerungsleitung bis 25 Meter bei 1,5 Quadrat verlängert werden. Durch das verwendete Schnellkupplungssystem können die einzelnen Teile einfach miteinander verbunden werden. Wird der Ein-Ausschalter betätigt, beginnt der Kompressor den Druckbehälter zu laden, was nicht zu überhören ist. Ich habe den Schalldruckpegel mit meiner Apple Watch Series 6 nachgemessen und komme dabei auf einen Wert zwischen 84 bis 87 dB. Das Aufladen von 0 auf 8 Bar dauert, was ich hier in Zeitraffer festgehalten habe, knapp 2 Minuten und dann schaltet der Kompressor wieder ab. Über den Druckregler ist dieser stufenlos einstellbar. Mit dem Reifenfüllmessgerät mit Manometer kann ohne zusätzlichen Adapter jeder Standardreifen aufgefüllt werden. Hier zeige ich das an einem Rad meiner Sackkarre, das ich auf 3 Bar aufpumpe. Nach jedem längeren Einsatz sollte durch Öffnen der Ablassschraube am Tank das Kondensatwasser abgelassen werden. Nach diesem kurzen Einsatz ist davon aber nichts zu sehen. Für den Anfang ist das mitgelieferte Zubehör sicher ausreichend. Aber die Firma Scheppach bietet noch diverse weitere Artikel an, die ich unter dem Video verlinkt habe. Wenn Ihnen das Video gefällt, vergessen Sie nicht die positive Bewertung und das Abo. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.